Jo, Leute, am Silvesterabend habe ich natürlich auch ein Special vorbereitet. Ihr seht es ja bereits, vielleicht an der Seite der Autobeleuchtung. Hier drinnen befinden sich Silvesterraketen. Und zwar nicht gerade unbedingt wenige. Jetzt mal hier den scheiß Tier drauflegen. Ja. Also viele sind es jetzt nicht. So ganz viele halt. Einmal halt das große Kaliber. Und dann ein 22 Stück Set. Nach einer kurzen Unterbrechung seht ihr dann das Feuerwerk. Zuerst muss ich erst noch alles aufbauen. Bis gleich, liebe Leute. So, Leute. Das ist alles, was hier bereitgestellt ist. Also hier die großen, da die kleinen. Gleich kommt das sehnsüchtig erwartete Feuerwerk. Ja. An alle, die das sehen, natürlich ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns dann spätestens in einem Let's Play wieder. Das neueste erscheint am 2.1., also in genau einem Tag. Super Mario Sunshine, natürlich auch Together. Leider nicht vollständig, aber hat eine Menge Spaß gemacht, aber davon ein andermal mehr. Heute geht es schließlich um so willst. Ja, hier hat man die Abschussvorrichtung, das man so nennen darf. Ein Haufen Mist eigentlich, weil die eigentlich viel zu kurz ist, aber wir werden damit auskommen müssen. Na dann Leute, kurzer Cut, wir sehen uns dann vorne bei der Abschussrampe. Bis gleich. So Leute, auch wenn es sehr, sehr dunkel ist, das Bild, jetzt ist es soweit. Wir entzünden mal die erste. Das waren Nummer 1 und Nummer 2. Der Kamera, halt das mal. So, jetzt kommt ein bisschen größeres Kaliber. Ich weiß, ihr könnt gerade nicht sehen, aber hier habe ich eine Rakete in der Hand, man sieht die Silhouette. Das sind zertifizierte. Das ist eine der C. Die werde ich einzeln abschießen müssen, sofern ich sie ins Rohr reinkriege. Na komm. Eine 710er. Wie schwierig? Die wird noch nicht sauber. Du hast ja nichts da, ne? Oh ja. Ja. So. Da muss man aufpassen, ob die wirklich richtig justiert ist. Die darf nicht falsch fliegen. Eine der stärksten Raketen in unserem Repertoire heute. Explodiert mit einem Riesenknall. Alles klar. Ich hab noch eine. Ja. Ja, legst dorthin, kann noch eine nach der anderen anschießen. Ja. Ich sehe gerade, dass die Abschussvorrichtung 2 nicht ganz funktioniert. Ich muss ein bisschen weiter woanders hin. Das war Nummer 4. Oder ne, warte, 3. Nein, die nächste erst, ich muss 5. Da sind welche.
Geh bitte, du bist botschert wie sonst was. Geh hol die nächste bitte. So. Das ist jetzt, glaube ich, die Ware Nummer 4. Etwas falsch drinnen. Na, komm. Und die nächste kommt auch gleich. Wird ein etwas längeres Spezialvideo. Ja. Leider wieder falsch drinnen. Naja, man sieht leicht, wie es die Stäbchen wieder herunterfallen lässt. Es deutet Raketennetz an mein Zinnstahl, du Wahnsinnige. Geh hin, da steckt ja nichts rein. So, und die nächste hinterher. Soweit ich weiß, haben wir ungefähr 30 Stück. Ja, und hier riecht es extrem nach Schwefel, aber das ist klar. Abschussvorrichtung 1 ist das. Das war schnell. Wie es aussieht, sind wir nicht mehr die einzigen. Ich kann euch natürlich auch andere Feuerwerke zeigen. Ich weiß, dass das haufenweise Speicher meiner Karte frisst. Aber wenn sollten nach uns noch andere irgendwo ein Feuerwerk veranstalten, werde ich das natürlich filmen. Entschuldigt, falls das Bild zu wackeln muss, schnell weg. Ich find's früh. Los, weg zum Tisch. Naja, wir sehen mal zu, ob das schnell vorbeigeht. Man hört mitunter auch im Video, dass relativ viele andere Personen ebenfalls Raketen abfeuern. Ist ja bei uns Brauch. Eigentlich fast auf der ganzen Welt. Naja, wir müssen sie leider einzeln abschießen. Die erste ist hier, wie gesagt, defekt. Und zum Glück ist meine Jacke feuerfest. So. Und die nächste gleich hinterher. Achtung, die steht schief. Ich hoffe, man sieht den Glühstab hier. Na komm. Die andere Abrichtung kann ich da nicht aufbauen. Das geht nicht.
Man hört förmlich, wie es weitergeht. Ja, die doppelten Raketen haben wir jetzt leider nicht auf Lager. Momentan. Die hat noch jemand anderes in der Hand. Momentan werden die kleinen abgeschossen. Also das ist wieder eine kleine. Wow! Das kam unerwartet. Ich sag's euch nächstes Jahr, kaufe ich mir eine Batterie für sowas. Das ist ja wirklich saulästig. Ja, das war eine größere. Soweit ich mich jetzt erinnern kann. Achtung, Warnhinweis, nie an der Person vorbeigehen, die den Zündstab hat. Das kann sehr böse enden. Ja. Finde ich irgendwie einen sehr, sehr netten Brauch. Da ist jetzt eine größere. Nein, man sieht es nicht so unbedingt. Aber ihr solltet nur das Feuerwerk sehen. Naja, der wäre extrem laut. Zu viel Pulver, zu wenig Kristallsalz. Ich mach's schon. Ne, unser Rohr ist schon defekt. Leichter Sprenkler. Oh, eine 710er. Kommt jetzt. Ja, die Abschlussvorrichtung. So. Oh. Das ist eine große. Ja, wenn du das real so verbirgst, ja. Das ist nämlich dreimal schief. Ja, super. So. Das war's ja gar nicht. Ja. Stickel 4. Ja. Nur, weiß ich nicht. So, jetzt schon. Das wird das Ding nicht aushalten. Okay, die Raketen haben unsere Befestigung gesprengt. So, jetzt ist die Abschussvorrichtung wieder bereit. Wieder eine große Rakete. Na, das war eine besonders schöne. Ich sehe gerade, wir haben noch ungefähr 6-7 Stück. Und außerdem sehe ich einen Funken.
Ja, hier sieht man ihn. Sollte man aufpassen, immer darauf Acht geben. Naja, man sieht bereits mehrere. Leider müssen wir hier Acht auf Autofahrer nehmen. Und tut mir leid, das verwackelte Bild, aber Camcorder. Camcorder scheint noch nicht da zu sein. Aber mir kam zu spät. Jetzt muss ich es mit dem Handy filmen. Deswegen das schlechte Bild. Oh, das ist wieder ein Oschi. Zieht ihn euch einfach nur rein. Oh, da habt ihr eine scheiß kurze Zündschnur. Sehr guter Klang, schöne Farbe im Abgang. Bäh, und schwefel mich. Leider. Ja. Das ist wieder einer der stärkeren. Ja, durchaus. Zwar etwas tief, aber geht. Noch zumindest. Daher bei uns gnädig, ist ja bei uns das Schießen tatsächlich erlaubt. Fertig. So, die letzten drei. Countdown. Und ihr merkt, die drei größten, bis auf eine. Zwei. Naja, ich filme euch nachher noch die Umgebung, wie ihr sonst noch Raketen abschießt. Unsere Abschussvorrichtung ist schon reichlich demoliert. Die macht das nicht mehr lange, aber zum Glück sind ja nur mehr zwei. Wow! Das ist eine große. Wow, noch schöne Funken im Abgang. Also man hört schon reichlich bei uns. Hier geschossen wie im Wilden Westen. Und die letzte. Und damit ein frohes 2017. Na komm schon. Das war's, liebe Freunde. Zumindest mit unseren. Der Glühstab. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Also man sieht hier schon reichlich Blitze von Raketen. Die war nicht von uns. Also man sieht es ganz leicht auch durch die Bäume. Ich bringe euch mal auf eine erhöhte Position, da kann man es dann besser sehen. Aber man sieht es zum Teil auch da vorne. Hiermit wieder auch bei uns gerade das neue Jahr in der christlichen Kirche eingeläutet.
Vielleicht, wenn ich nach oben gehe, dass man das dann sieht. Das Feuerwerk von Altenmarkt an der Triesting hat begonnen. Da drüben sieht man das Feuerwerk der Nachbarortschaft. Ein relativ großes Spektakel, sollte man meinen, veranstaltet von der Feuerwehr. Leider sehr, sehr weit weg. Ich muss hier 18-fachen Zoom anwenden. Das ist für meine umgebaute Kamera schon schwer. Also, ihr habt es ja vorher im Format bereits gesehen. Das sieht dann so aus. Ja, so passt das. Überall wird hier geschossen. Jeder Feuerblitz oder auch besser gesagt Lichtblitz. Tja, die Nachbarortschaft übertrumpft uns mal wieder. Wir sind ja hier am Arsch der Welt. Aber mit direktem Blick auf Altenmarkt. Ich kann euch leider kaum näher ranbringen. Jo, ich stehe hier mitten am Waldrand. Der Schall von Raketen überall. Überall sind Raketen zu finden. Schön, nicht? Ah, die war ganz geil.
Okay, das scheint es gewesen zu sein. Zumindest für die Batterie. Und die nächste bleibt auch nicht weit. So, schauen wir noch mal kurz nach Altenmark drüber, dann sprechen wir drinnen weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Special hier. War nicht ganz einfach, das aufzunehmen, da meine Kamera sehr empfindlich auf sowas reagiert. Wir haben sehr extra dafür umbauen müssen, dass es überhaupt möglich ist. Oh, wie saß sie da, haben die noch eine Batterie? So, seit 8 Minuten hat das neue Jahr jetzt begonnen. Ich habe extra meine Uhr nachgestellt. Ja, ich befürchte, die Batterie ist jetzt bei denen schon leer. Ja. Man hört sie wirklich noch überall krachen. Ja, für die Tiere ist es natürlich eine extreme Belastung. Aber lasst uns von den Grünen sicher nicht den Spaß nehmen, um das neue Jahr einzuleiten. Da können die mich mal, und zwar kreuzweise. Ein Feuerwerk ist schön und deswegen schaue ich es mir auch an. Und man natürlich auch sehr weit. Ist natürlich eine Riesenfreude. Jetzt auch im Jahr 2017 als Let's Player so großen Mist verbreiten zu dürfen. Ich werde mal auf den Boardcaster gehen. Vielleicht habe ich dann eine bessere Sicht auf Altenmarkt. Also zumindest von der Kameralinse aus. Naja, so toll ist es jetzt auch nicht. Vor allem, weil der Altenmarkt schon vorbei ist. Trauersiedlung hinten. Vielleicht noch ein paar. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, frohes neues Jahr. Ach, kommt, eine können wir uns noch geben. Die ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke.
Also man hört wirklich, wie sehr zwischen den Bergen teilweise hallt. Hier wird wirklich noch überall geschossen. Ihr könnt euch ja das Video auch stumm schalten. Und da hinten liegt Altenmarkt. Ja, ich würde mal sagen, das war's jetzt für das Jahr. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Dann werde ich es im nächsten Jahr wieder tun. Habe der Game Engineers noch ein fröhliches 2017. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, weil 2016 war ja wirklich scheiße. Hoffentlich wird das nächste Jahr besser. Und ich gehe jetzt die Fischplatten löschen. Hobbitiere!